Die Grafik zeigt eine geradlinige Bewegung eines Motorrades. Klein a, beschreibe die drei Bewegungsabschnitte 1, 2 und 3. Klein b, bestimme die jeweilige Beschleunigung bei 1, 2 und 3. Klein c, wie lang ist die insgesamt zurückgelegte Strecke? In der Grafik lesen wir, die horizontale Achse, das ist die Zeitachse, Zeiten t, die wir in Sekunden ausdrücken. Die vertikale Achse, das ist die Geschwindigkeitsachse, Geschwindigkeiten, die wir ausdrücken in Meter pro Sekunde. Um A und B zu beantworten, werden wir diese Tabelle vervollständigen. Beobachten wir Bewegung 1. Die Geschwindigkeit V nimmt hier regelmäßig zu, also ist die Bewegung 1 eine GGBB. Die Beschleunigung dieser GGBB können wir in dieser VT-Grafik ablesen durch vertikale Zahl geteilt durch horizontale Zahl, also 10 geteilt durch 5, das macht 2. Die Beschleunigung beträgt also 2 Meter pro Quadratsekunde. Wir können diese Beschleunigung auch zum Beispiel hier ablesen, vertikal geteilt durch horizontal, also 2 geteilt durch 1. Die Beschleunigung A1 beträgt also 2 Meter pro Quadratsekunde. Jetzt diese Bewegung 2. Wir erkennen, dass diese Strecke waagerecht ist, was bedeutet, dass während dieser Bewegung die Geschwindigkeit v konstant bleibt. Also ist Bewegung 2 eine GGB. Und da es eine GGB ist, ist die Beschleunigung gleich 0. A2 beträgt also 0 Meter pro Quadratsekunde. Jetzt die dritte Bewegung, dieser Teil. Wir erkennen, dass die Geschwindigkeit V regelmäßig abnimmt. Also handelt es sich da um eine GGVB, eine geradlinige, gleichmäßig verzögerte Bewegung. Demzufolge ist die Beschleunigung negativ. Und ihren Wert lesen wir ab durch vertikale Zahl geteilt durch horizontale Zahl, also 10 geteilt durch 4. Das macht 2,5. Diese streng negative Beschleunigung beträgt also minus 2,5 Meter pro Quadratsekunde. In klein c suchen wir die Länge der gesamten Strecke, die zurückgelegt wurde. Wir nennen diese Länge L und werden sie in Meter ausdrücken. Und dazu brauchen wir einfach nur die drei Teillängen zu bestimmen und die zu addieren. Dazu haben wir diese zwei Formeln zur Verfügung. Diese zu einer GGBB und diese zu einer GGB. Schauen wir zuerst die Bewegung 1. Bei der Bewegung 1 gilt x1 gleich a1 t1 Quadrat geteilt durch 2. Da ja die Anfangsgeschwindigkeit v0 gleich 0 ist, deshalb entfällt dieser erste Term und es bleibt nur dieser Bruch. Die Beschleunigung a1 beträgt 2 und die Zeit t1 beträgt von da bis da 5. Also finden wir als Distanz x1 2 mal 5 Quadrat geteilt durch 2, das heißt 25 Meter. Die Bewegung 2 ist eine GGB. Dazu haben wir diese Formel zur Verfügung und somit gilt x2 gleich v2 mal t2. Die Geschwindigkeit v2
lesen wir hier ab, das ist 10, und die Zeit T2 lesen wir hier ab, das ist 3. Also finden wir 10 mal 3, somit ist x2 also gleich 30 Meter. Jetzt diese dritte Bewegung, das ist eine GGVB und somit nutzen wir wieder diese Formel, aber hier ist die Anfangsgeschwindigkeit nicht 0, sondern 10. Somit führt diese Formel zu dieser x3 gleich V2 mal T3 plus A3 mal T3 Quadrat geteilt durch 2. V2, das ist 10, T3, das sind diese 4 Sekunden, A3, das ist minus 2,5, T3 ist ja 4 und somit führt das zu dieser Rechnung. Wir finden also 40 minus 20. Und 40 minus 20, das macht 20. x3 beträgt also 20 Meter. Somit können wir die gesamte Länge L bestimmen als Summe von 25, 30 und 20. Und das ergibt 75 Meter. Die Endantwort auf die Frage C lautet also, die gesamte zurückgelegte Länge beträgt 75 Meter.